Hallo und willkommen zu GPL Season 6 Spieltag Viertelfinale? Fragezeichen? Playoffs gegen die Nova Dragons schon wieder. Mit Barry, Sin of Speed. Ja, das ist mein zweiter Kampf gegen die diese Season und das wird ein bisschen krank. ja, ich habe 3 Switches gemacht, habe ich mir letztes Mal schon gesagt und die werden mir auch hier wieder helfen. Das Team von Barry besteht aus Tapu Koko, Zard-X, Skarmory, Horlucha, Type 0, Feraligatr, Kofag, Selfe, Ditto, Alola, Snubbelicut und Donphan. Das ist ein schöner Mix aus deutschen und englischen Pokémon. Und ein paar davon sind ein bisschen gefährlich. So Sachen wie Zard-X sind immer gefährlich, da habe ich immer Angst vor. Die könnten bulky sein, es könnte 3-Attacks, könnte Juice 3-Attacks sein, das könnte, ein spezielles Zard-X sein wie letztes Mal. Das könnte Dragon Dance sein, das könnte SD sein, das könnte alles sein. Das ist immer gefährlich und ich habe gar keinen Bock da drauf. dann ist Tapu Koko natürlich existent und gefährlich, vor allem in Kombination mit Horlucha. Und wovor ich persönlich viel Angst habe, sind Type 0 und Kofag, weil ich nicht weiß, wie ich die kaputt machen soll. Ja, Type 0 ist halt tanky wie scheiße. Und Kofag ist auch tanky wie scheiße. Kofag kann immerhin nur, Rest als Recovery Move, aber der Rest, Carmine, Sleep Talk ist schon ein Set, vor dem ich persönlich Angst habe. Und ich kann ihn auch nicht mit Zengos Knockoff brechen, weil der einfach meinen Giftwarnern wegnimmt und dann ist mein Damage Boost weg. Das wäre nicht so cool. Das sind Monster, denen ich Angst habe. Was ich jetzt mitgebracht habe, sehen wir jetzt. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, mein Mega Sceptile wieder mitzubringen. Mega Sceptile ist halt einfach super fast, kann viele Sachen sehr gut hitten. Kann Mega Sceptile potenziell Focus Blast? Das muss ich nochmal eben checken. Ich glaube schon, ja, könnte es, aber das hitte ich halt eh nicht. Ich glaube, mit Substitute stehe ich da besser da. Und zwar bin ich so ausgelegt. Ich bin Max Speed, Max Special Attack. Mit Max Speed bin ich schneller als ein Jolly Max Speed plus 1 für Alligator und das ist mir wichtig. Bis vor kurzem war ich noch Modest, aber das hat nicht genug ausgemacht und also ich habe ein paar Kalks damit durchgelaufen, das hat nicht genug ausgemacht. Also vor allem gegen Spidef Scar mache ich damit irgendwie 5% mehr, wenn ich Modest gehe und es ist immer noch keine gute Roll auf dem Tool. Also gehe ich lieber jetzt doch Jolly Timid und dort speede das für Alligator plus 1. Das ist mir dann doch wert. Als Moves habe ich Dragon Pulse als Dragon Step, der halt das Saat treffen soll. Außerdem immer guten Schaden gegen viele andere Mons macht. Kann ich eigentlich fast immer drücken. Probleme sind halt nur Skarm und Tapu Koko. Für Skarm habe ich hier ein Power Electric. Vor allem in Electric Terrain mache ich nochmal ein bisschen mehr Schaden gegen Skarm. Da kann ich dann den Tool rausholen. Wenn nicht, dann halt nicht. Außer der ist natürlich nur physisch defensiv. Dann habe ich mit Hit Power Electric oder so einen Tool. Das wäre super cool und würde ich dann auch nehmen. Am letzten Slot habe ich Giga Drain als meinen Grass Step, der Tapu Koko hittet. Ich will keinen Leaf Storm spielen, der ist mir immer zu riskant wegen Skarmory, weil dann gebe ich dem öfter Recovery, als ich möchte. Dann habe ich halt den Giga Drain. Und auf dem letzten Slot habe ich Substitute. Man könnte überlegen, ob ich stattdessen doch Leaf Storm spiele statt Substitute, aber ich finde Sub persönlich sinnvoller. Das ist nämlich ein Move, den ich potenziell auf ein roostendes Skarm drücken könnte und das Skarm damit unter Druck setzen kann. Oder grundsätzlich gegen Type 0, das auf einen U-Turn möchte. Oder auf einen Kofag, das eventuell resten möchte. Ich finde den Sub eigentlich ganz cool. Den habe ich ganz gerne. Der findet auch, dass Ditto einfach reinkommt und mich kopiert, weil den Sub kann er nicht mitkopieren. Und dann kann ich erstmal scouten, mit welchem Move der geht. Und der kann eigentlich gar nicht drinbleiben, weil ich ihn im Dragon pulsen könnte. Also, kann man vielleicht was rausholen. Wäre ich auf jeden Fall Fan von. Das ist Zapteil. Und weiterhin habe ich noch andere Monster, wie zum Beispiel mein Neuvern. Neuvern ist hier mit einem eher unkonventionellen Item dabei, nämlich mit einem Silk Scarf. Ich wollte erst das Soul Vest spielen, aber wenn ich das Soul Vest spiele, kann ich kein Defog spielen. Das ist ein bisschen problematisch, weil er hat halt Spikes mit Skarmory und Soul Vest wäre super cool gewesen, um halt das Tapu Koko Surprise-mäßig rauszunehmen, weil er mich eventuell an Dazzling Gleam denkt, ey, das killt jetzt, aber ich habe Soul Vest und lebt den Hit und das würde mich auch gegen eine random HP Ice abdecken, die halt eigentlich gar keinen Sinn macht, weil Dazzling Gleam in allen Fällen besser ist, aber hätte ja sein können, würde mich dagegen auch abdecken, aber dann halt nicht, geht nicht, braucht den Defog und dann gehe ich lieber Silk Scarf. Ich habe nämlich sowieso Boomburst drauf gehabt, der hittet nämlich das Tapu Koko als Surprise Factor. Das ist das, womit ich Tapu Koko am besten hitte. Und dann kann ich ihn eventuell mal Surprise-mäßig rausnehmen. Mit Silk Scarf mache ich sogar
fast 70% oder ich mache sogar 70%, ich mache den Kalk eben rein. Neuwern. So, Neuwern. Altena gegen Tapu Koko. Ich nehme mal einfach einen, Nicht-HP-Invested-Set, glaube ich. Also gegen HP-Invested-Set wäre ich so, wäre Boombas ein Two-Hit mit dem Item. Und ja, wenn er nicht HP-Invested ist, er wird ein bisschen HP-Invested natürlich haben, ne? Aber halt nicht allzu viel wegen Altena. Da muss er aufpassen. Er nimmt so um die 70%, 70 bis 80% von dem Boomburst. Und das heißt, wenn er zweimal auf Rocks reingekommen ist oder ich den mal ein bisschen gechippt habe, dann switcht er halt einfach auf den Boomburst nicht mehr rein. Das weitere Schöne am Boomburst ist, den kann ich gegen das Team hin und wieder einfach mal drücken, um was zu killen. Und dann hat er wenig Switch-Ins. Also ich bin großer Fan von Boomburst, der könnte hier echt einiges machen. Dann habe ich den Draco Meteor als Stab, ne, um ein paar Sachen zu nuken im Notfall. Und den Flamethrower einfach, um das Skarm abzudecken. Ich möchte das Skarm halt ein bisschen overwhelmen. Ich habe genug Monster, die Skarm ein bisschen kaputt machen, einfach damit Skarm beim Zeptile nicht so im Weg steht und dann Zeptile ein bisschen Work machen kann. Neuburn und Zeptile ergänzen sich vor allem im Draft, glaube ich, echt gut. Und dann habe ich den Defog, um halt die Spikes wegzudefogen, weil die gehen mir halt echt auf den Sack. Vom Speed bin ich schnell genug für, was ist es? Hawlucha. Sollte Hawlucha sein. Denke ich. Ich glaube, es ist Hawlucha. Da bin ich schnell genug für. Und der Rest kommt dann in den Bulk. Dann ist Magneton hier dabei. Mit Magnet Pull ohne Choice Scarf. Ich sehe den Choice Scarf hier nicht. Und da gehe ich lieber Eviolite, um ein bisschen mehr zu tanken. Wir sind schnell genug für jegliche Form von Scarm auf jeden Fall. Außer dem Max Speed Scarm. Aber irgendwas Offensives war das, was ich auch speeden wollte. Element Gator? Ich glaube, ich bin schnell genug für Element Gator. Also ich erwarte nicht mehr von ihm als Element Gator. Ach, der Joke ist echt schlecht, aber ich mache ihn trotzdem jedes Mal. wenn der Element Gator spielen sollte, bin ich schneller. Magneton hier unterwegs mit Thunderbolt, Voltswitch, Flash Cannon, Protect. Das ist, glaube ich, dasselbe Set, was ich letztes Mal gespielt habe. Flash Cannon ist halt einfach super cool als zweiter Step, den ich eigentlich gegen das Team nicht bräuchte, aber Donphan ist halt wichtig zu hitten. Ansonsten drücke ich eigentlich immer Donnerblitz, wenn er Donphan nicht dabei hat. Ich möchte auch keinen letzten Move haben, der irgendwie HP Eis ist und ich treffe dann meine eigenen Mons oder so. Oder ein Toxic, was auch gegen meine eigenen Mons nervig wäre. Mit dem Set würde ich halt selber von meinem eigenen Silix gewollt werden, sollte Ditto mitbringen, alles safe. Wobei wir es dann halt Magnet pullen, ne? Aber ne, ich kann dann halt Volt Switch und so, aber ist egal. Er Volt Switch dann schneller, ich habe den Slow Volt Switch. Das heißt, ich könnte einen Flash kennen, wenn er Donphan hat. Haha, Ja, ich habe das Ding hauptsächlich dabei, um Panzer Aeron hoffentlich zu trappen. Er wird wahrscheinlich Chat Shell spielen. Vor allem jetzt, wo ich so Dragon-lastig bin, kann er sich nicht leisten, sein Skarmory einfach zu zacken. Glaube ich, hoffe ich. Also er sollte Chat Shell spielen, aber ich kann dann auf Skarm einfach mal Flash Cannon drücken und das Dawnfan erwischen oder so. Nicht, dass uns das letzte Mal das passiert, was uns das letzte Mal passiert ist, wo uns das Skarm einfach drauf uns drin geblieben ist und dann doch ausgewechselt ist, was super weird war. Hoffentlich passiert das nicht nochmal. Ich versuche dran zu denken. Aber ich habe ja nicht nur Magneton gegen Skarm. Ich habe ja ein paar Mons gegen Skarm. Wie zum Beispiel Incineroar mit dem Choice Band. Auch hier hatte ich eine Zeit lang ein anderes Mon. Ich weiß nicht mal mehr welches. Ich komme gerade nicht drauf. Es war Toxicroak, glaube ich. Aber die Sache ist, Toxicroak macht auch nicht gegen Type 0. Und den Knockoff gegen Skarm, der wäre zwar cool. Aber ich bezweifle, dass ich den mit dem Mon bekomme, weil er halt einfach das, er hat halt noch das, Kofak und dann hat er das Saad und ich glaube nicht, dass Toxicroak allgemein viel macht und das, nur für den Knockoff will ich es nicht spielen. Und deswegen nehme ich lieber einen Thinora mit, der kann auch ein bisschen Druck machen mit Darkest Lariat, er hat halt legitim nichts, was er gerne reinwechseln möchte, außer sein Type 0. Klar, er hat potenziell Tapu Koko, aber das wäre halt immer, wenn ich dann Flairpe zurück, ist das einfach Turn 1 dead. Und er hat das Snobili Cut, das darf ich nicht vergessen. Aber auch, ich glaube nicht mal, dass er das mitnimmt. Aber das würde ich mit Flairpe, glaube ich, auch einigermaßen hitten. Dann habe ich U-Turn für eventuelles Choice Band Momentum und eine Superpower, um das Type 0 zu finishen, wenn nötig. Ich bin schnell genug fürs Non-Speed Invested Scarm und ein bisschen mehr. Ich glaube, Non-Invested Scarm hat 90 Speed und ich bin noch ein bisschen höher. Lass es mich nachsehen. Einfach damit ich garantiert schneller bin. Skarmory, Level 50. Ja, der hat 90 Speed und ich bin auch 93. So ein bisschen schneller halt.
Und ich kann hoffentlich einfach mit ein bisschen Druck mit diesem Incineroar aufbauen. Wäre auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Moves habe ich erklärt, Speed Investment habe ich erklärt, das heißt, der Rest in HP ist klar. Und dann weiter zu Steelix wieder mit einer 50% Beere, so wie eigentlich immer. Earthquake, Stealth Rock, Smackdown, Ujoa. Ja, Iron Head hätte ich halt, ja, habe ich nicht viel von Iron Head, also gehen wir einfach mal Earthquake. Damit treffe ich halt das Garm und das, Holucha nicht. Das ist doof. Das ist doof. Aber gegen Skarm kann ich Smackdown drücken und dann kann ich über Earthquake hitten. Und gegen das Lucha kann ich auf Roar drücken, hoffentlich. Ich bin ziemlich physisch defensiv. Ich habe meine Spedef hier absolut nicht gebraucht. Sein Team ist sehr physisch offensiv. Das einzige Mon, vor dem ich speziell Angst haben müsste, wäre das Tapu Koko. Und auch dafür habe ich genug Spedef, das mir draufgepackt, um von dem meine Hidden Power irgendwie zu nehmen. Also das ist kein Problem, ich kann hier super physisch defensiv gehen. Hilft mir gegen Holucha, das ein bisschen besser zu tanken. Hilft mir gegen, gegen Feraligatr potenziell, hilft mir gegen Donphan auf jeden Fall. Ja, physisch defensiv macht gegen das Team, glaube ich, mehr Sinn. Ability ist sturdy, potenziell kann ich dann einfach, wenn ich Turn 1, wenn ich leaden sollte, was ich nicht glaube, aber je nachdem, welches Team er mitbringt, kann es sein, dass ich leade, kann ich mal gegen Saat einfach drin bleiben und First Turn Earthquake drücken und ihm erstmal ein bisschen Damage reindrücken. Ich könnte auch überlegen, ob ich Smackdown drücke, weil gegen Saat ist halt dann, da müsste ich halt überlegen, weil Saat könnte potenziell einfach nicht mega. Muss ich dann überlegen, ob ich einfach Smackdown drücke, aber ich glaube, Smackdown würde nicht mal killen, also würde sich, glaube ich, nicht lohnen. Aber ich denke, ich werde eh Slowbro leaden. Das ist so das, worauf ich mich hier vorbereite. Aber könnte ja sein, ne? Das ist Steelix, der macht heute hoffentlich seinen Job, nicht so wie letztes Mal. Ich glaube, der hat seinen Job nicht gemacht. Ich habe verloren, er kann seinen Job nicht gemacht haben. Und dann ist Slowbro hier mit Leftovers. Ich mache nicht nochmal den gleichen Fehler und lass mich von der Roll von dem Dragon Pulse unboxen. Wieder physisch defensiv, aber halt mit Leftovers. Das heißt, ich decke das Saat diesmal besser ab. Psychic Slag auf Toxic Skull. Ich brauche meine Toxics. Habe ich noch woanders Toxic? Ich glaube nicht. Nee, nur auf Slowbro. Ja, Slowbro muss halt das Toxic rauskriegen. Turn 1 gegen Saat wäre super cool, das Toxic rauszukriegen. Ansonsten Toxic auf alles. Slag auf Skull, Psychic. Ich kann halt die meisten Sachen einfach ausstallen mit Slowbro. Tapu Koko zum Beispiel nicht, den könnte ich nicht ausstallen, aber eine Menge Sachen kann ich mit Slowbro potenziell einfach ausstallen. Oder halt Kofek nicht. Kofek ist problematisch. Kofek habe ich sowieso Angst vor, deswegen habe ich ja meinen Darkest Lariat über Knockoff auf Incineroar, weil ich keinen Bock auf irgendwie lustige Iron Defense Schnelligans habe. Ja, das ist halt Slowbro. Physisch defensiv, weil ich. Sein Team ist halt sehr physisch offensiv. Das ist halt so und darauf bereite ich mich vor. Die speziellen Monster, die er hat, kann ich halt mit Steelix auch so abfangen und notfalls kann auch mal mein Magneton da was von tanken. Oder ich bin schneller. Also, hoffentlich läuft das diesmal besser. Ich glaube, mein Matchup ist besser als letztes Mal. Ich habe aber immer noch Angst vor dem Core aus Skarm, Type 0 und Kofak. Ich hoffe einfach, dass er den nicht komplett mitbringt. Und wenn er den komplett mitbringt, dann müsst ihr halt überlegen. Damit er halt wirklich krass ist, musste er Donphan mitbringen, damit er halt was hat, um den Voltswitch von meinem Magneton zu stoppen. Das heißt, er hätte schon 4 defensive Mons. Und das heißt, wenn er Horlucha spielen möchte, muss er zusätzlich Koko spielen, dann wäre Saat nicht dabei. Oder wenn er Saat spielen möchte, dann kann er nicht Koko Lucha spielen. Also er würde nicht seinen gesamten defensiven Core mitbringen können. Das will ich damit sagen. Also es wird auf jeden Fall irgendwo eine Lücke drin sein, die werde ich noch nicht ausnutzen können. Wir sind dann im Kampf. Bis dahin. Ciao.